Hey ho und let's go mit Mario Kart 8. Heute nehmen wir Luigi mit seinem Killerblick in seinem Sauseschuh, den Retro-Reifen und seinem schönen Gleiter. Der Blitzcup erwartet uns, der letzte Cup. Hoffentlich bringt uns Luigi Glück. Tic-Tac-Trauma vom DS. Ja, eine wunderschöne Strecke, natürlich angelegt an Super Mario 64. An Dingsbums hier. Wie hieß Tic-Tac? Galaxy? Nee. Ach, die ist eine Welt mit der Uhr halt. Konnte man ja schnell runterfallen. Und hier ist es nicht besonders anders. Im DS wurde die Strecke ja gebracht, passend zu Mario 64 DS. Und hier wieder neu aufgelegt. Vielleicht eine Andeutung an 64 Remake? Das wäre nämlich mal cool. Aber wie ich Nintendo kenne, nee, kein Bock. Auch schön die Blitze hier. An den Pendeln. Stehen natürlich für den Blitzcup. Und hier auch wunderschön. Natürlich kann man die Räder nehmen. In der richtigen Richtung, damit man noch einen kleinen Powerschub bekommt. Und hier den Zeiger kann man auch, wenn er in der richtigen Position steht, als Abkürzung benutzen. Diesmal leider nicht. Hier natürlich einen kleinen Schub noch bekommen. Also richtig cool. So, Mario, du warst schon lang genug die Nummer 1 hier. Nur weil das Jahr des Luigi zu Ende ist, heißt es nicht, dass ich hier den zweiten Platz mache. Da hilft ja auch dein grüner Panzer nicht. Naja, vielleicht jetzt doch. In der Münze kann man sich schlecht wehren. Ah, hier zum Beispiel merkt man es auch, jetzt bin ich falsch gefahren, deswegen wurde ich leicht abgebremst. Schon wieder Münze, das ist natürlich ganz toll. Ah, der Zeiger steht immer noch mir zu gefährlich. Nehme ich ihn lieber nicht. Hui! Aber wie es aussieht, habe ich keine Konkurrenz. Die anderen sind viel zu weit weg. Luigis Hupe ist auch mal wieder genial. Wahrscheinlich jetzt zu laut. Ich lasse ihn nochmal ertönen, sobald das Rennen fertig ist. Ja, chilliges. Hier noch eine zweite Banane. Fährt ja eh keiner rein, aber hey, ich habe nichts zu tun. Ja, vor allem Luigis Killerblick. Hier sieht man ja auch noch, wie böse er guckt. Und in den in Mario Kart TV kann man auch richtig cool sehen, wie böse immer Luigi guckt, wenn er irgendjemand überholt oder attackiert oder sonst was macht. Sieht immer wieder nett aus. Ja, locker gewonnen, muss ich sagen. Und hier die Hupe. Ja, mal sehen, ob es so weitergeht. Röhrenraserei vom 3DS. Hier besonders diesen Teil hat man richtig geil umgebaut. Aber ansonsten ist es relativ gleich geblieben. Zeig mal, Luigi. Von wo ist denn der Schuh? Adidas, Nike, irgendwas. Nee, ist meine eigene Marke. Ach so, na dann. Tot weg mit dir. Oh, wie konnte ich den verfehlen? Genau vor meiner Nase. Und wo schießt Tot eigentlich den Panzer hin? Hast du denn nicht gelernt, du da was? So, jetzt komm her. Dich will ich noch wischen. Wahrscheinlich trifft er mich gleich. Nein. Ich liebe es, einen Gegner mit einem Item, das ich hinten halte, zu fertig zu machen. Fertig gemacht zu werden, mag ich allerdings nicht so. Ja, jetzt kommen sie natürlich wieder. Hier natürlich diese Passage komplett umgebaut. Finde ich aber auch richtig cool. Vor allem im Hintergrund jetzt sieht es viel offener aus und ist auch viel größer. Hier die Abkürzung kann man nicht mehr so leicht nehmen. Da ja, wie man gesehen hat, jetzt man von unten kommt und nicht mehr von der gleichen Höhe. Aber wie gesagt, 3D sollten ja viele kennen. Den Teil. Alter, wie viel Münzen ich hier bekomme. Hauptsache, ich wechsle dauernd das Item? Nö. Immer nur Münze. Und? Ah, na endlich. Diesmal behalte ich den Panzer. Wow, die Banane war knapp. Bevor ich wieder eine Münze kriege, lieber Panzer. Oh, gut gelegte Banane wieder.
Finde ich auch voll unfair, wenn sie die Banane irgendwo hinlegen, wo man es nicht sehen kann. Und hier kann man auch hoch, wenn man es kann. Ist natürlich auch neu. Wenn die Computergegner es irgendwo hinlegen, wo man es nicht sehen kann. Weil Computergegner gucken ja nicht mit Augen wie wir, logischerweise. Sondern gucken, ja, computermäßig und so. Deswegen die, die schwer sichtbar gelegt sind, sind ja eigentlich nur für mich schwer sichtbar. Kapisch? Ja? Nein? Egal. Und das Telefon klingelt, die Pi. Ich gucke jetzt aber nicht, wer dran ist. Geht schlecht, ich muss hier, ich mache Führerschein gerade. Luigi zeigt mir, wie man richtig fährt. So, Mario ist direkt hinter mir, wie ich gerade auf der Karte sehe. Ja, ich habe ein bisschen gelernt, mit der Karte umzugehen. Allerdings ist es ein bisschen, ja, umständlich. Außer ich würde das Gamepad vor meine Nase halten, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach. Und natürlich, kaum kriege ich ein neues Item, schon ist es eine Münze. Nein, 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 nein! Vom Ziel, nein! Gib Gas! Ja, das wär's noch! Das ist so typisch Mario Kart! Kurz vom Ziel noch ein Stachel, Blitz und alles. Aber das nimmt mir meinen Sieg nicht weg. Und ich werde den Sieg weiter vervollführen. Immer wenn ich versuche, ein Wort mir schnell auszudrinken, kommt so ein Kram aus. Egal! Vulkanrollen von der Wii. Einer meiner Lieblingsstrecken, muss ich sagen. Wegen diesem, ja, Weltuntergangsfeeling, muss ich sagen. Ich liebe sowas in Games. Weltuntergangsfeeling. Große Itemläden, also nicht Itemladen soll groß sein, sondern große Auswahl. Und was war's noch? Und eine umfangreiche Story. Das sind natürlich die Punkte für mich jedenfalls, die ein Spiel bei mir ganz beliebt machen. So, Mario natürlich wieder ganz cool fühlt er sich. Aber mich kriegst du nicht. Da sind wir auch schon Erster, aber mit einer Münze kann ich ihn nicht wegkicken hier. Hier kann man auch neuerdings fliegen, was ich nicht hinbekommen habe. Das ist schön. Und ich will hier immer Stunts machen, obwohl es nicht geht. Hier sieht man auch an den Seiten, das war das Besondere ja an der Strecke. Dass die Strecke irgendwann einkracht. Zum Teil jedenfalls. Das war immer cool. Und auch, dass die Feuerbälle auch vom Vulkan direkt kommen. Richtig geil. Ey, fällt sich kurz ein bisschen ab. Und tschüss, Mario. So, jetzt kann mir keiner was. Na gut. Ah! Hier. Ding wäre besser. Hooper natürlich. Ist natürlich das beste Item. Für den ersten. Könnte er auch noch Blitz abwehren, dann wäre er mit dem Item sowieso overpowered. Auch schön hier, wie gesagt, am Vulkan sieht man, wie die Feuerbälle fliegen. Jetzt auch schön detailliert. Und auf die Strecke krachen. Auch hier schön die Flammen mit ihren Gesichtern. Kommt mir irgendwie so langsam vor. Fahre ich in 150er Modus? Weiß ich gar nicht. Und der dritte Runde. Ja, wie immer, ganz chillig. Irgendwie... Liegt es am Kart oder bin ich einfach nur besser geworden? Weil zwischen jetzt und ja, vorherigen Part ist einige Zeit vergangen. Ich habe natürlich wieder geübt. Auch einige Parts aufgenommen, die eigentlich später kommen, aber schon vorher gedreht habe. Bisschen seltsam, aber gut. Ja, ich denke, mein Skill lässt langsam nicht nach. Hier. Zu. Und auch schön hier die Mitte, dass die komplett weg ist. Und ist jemand in der Nähe? Nö, selbst Mario hat Abstand gehabt. 45 Punkte, bisher perfekt. Die drei Sterne sind mir im Moment sicher. Muss ich nur noch in der letzten Strecke punkten. Natürlich, der Regenbogen-Boulevard. War ja klar, dass einer dran kommt. Diesmal vom N64. Ja, hier hat man es natürlich auch umgebaut. Kein echter Regenbogen mehr, sondern so ein Technik-Regenbogen. Einerseits muss ich sagen, ich liebe hier Modernisierung und so. Andererseits, ja, ich fand das immer das Besondere an der Strecke. Und jetzt
Aber gut. Und schon wieder fliegen, sogar mit Windschatten. Und auch cool hier das Feuerwerk. Und der Zug, wie er hier Münzen rausholt. Komm, holen wir ihn ein. Hier auch nochmal ein paar Münzen. Und die Kettenhunde, früher konnten sie ja frei herumschwirren. Jetzt sind sie etwas gebundener. Bin ich zu schnell für den Zug? Ja, die Münzen kommen tatsächlich hinter mir raus. Ich bin zu schnell. Ich sag ja, ein Auto besser als Zug. Also ich sehe. So, hier nochmal die Kettenhunde. Ja, finde ich aber schon schade, dass sie jetzt fest sind. Toll. Danke. Ja. Und da kommen sie auch schon. Ah. Witzig seid ihr. Guck, ihr sagt... Oh, Donkey Kong hätte sogar fast mich erwischt. Ich sage, jetzt wollen sie wieder einholen. Sie lassen mir die drei Sterne nicht zu. Vielleicht sogar den ersten Platz nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Punkte sind gerade. Den ersten Platz kann man mir aber nicht mehr nehmen, denke ich. Außer ich war wirklich katastrophal jetzt. So, zeig mal her, was kriege ich denn? Piranha-Pflanze, sehr gut. Aber ich hole leider die drei vorne nicht ein. Ich finde auch immer schön das Feuerwerk hier, wie sie bestimmte Charaktere darstellen. So. Aber leider da schon das Ziel, nur Zweiter. So, Zweiter. Und da haben sie wirklich geschafft, mit den 3-Sterne-Rang höchstwahrscheinlich wegzunehmen, weil man muss Erster werden, sonst kriegt man den 3-Sterne-Rang definitiv nicht. Und das nur wegen einem Stachy, einer Bombe. Ja, supi. Der Blitzcup ebenfalls gemeistert. Hoffentlich sehen wir in den Highlights ein paar Luigi-Faces. Hier zum Beispiel, wie böse er guckt immer. Man denkt, er ist voll der Liebe und dann... Gibt es auch viele Videos auf YouTube. Ist ganz witzig. Und hier unser wunderschöner Pokal. 2 Sterne mindestens. Ja, yep. War ja klar. Und neuer Charakter wieder. 900 Münzen, Fahrzeugteil und Miiverse-Stempel. Yippie. Und dann würde ich sagen, zur Analyse. Und keine Sorge, heute ist ja nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin, ciao. Und da sind wir auch schon. Im Blitzcup. Tic-Tac-Trauma vom DS. Ja, DS mal wieder, war schön pixelig. Und hier haben wir schöne HD-Grafiken. Auch interessant, dass man durch die Gitter, ja, eigentlich durchfallen sollte damals, weil sie etwas groß waren. Heute sieht es etwas realistischer dafür aus. Und auch hier, wie man sieht, die Zahnräder, die gab es ja natürlich auch schon damals. Konnte man auf die gleiche Weise nutzen. Ja, und sonst etwas detaillierter ist die Strecke natürlich. Aber sonst hat sich auch nicht viel verändert. Und Luigi natürlich hier ganz skillig und ganz locker hat sich den ersten Platz geholt. Herzlichen Glückwunsch, Luigi. Hier hast du sogar Applaus. Ja, wunderschön. Ab zur nächsten Strecke. Röhrenraserei vom 3DS. Ja, 3DS natürlich wie wir schon bekannt, nicht so lange her. Deswegen auch wieder kaum Veränderungen, außer... Eben hier in dieser Unterwasserpassage und hier in der Flugpassage. Da haben sie ordentlich umgebaut. Und hier sehen wir auch noch Luigis Killerblick. Juhu, haben wir den auch mal gesehen. Cool. Doch zurück zum Vergleich. Hier sieht man es nochmal. Grafischer Vergleich. Natürlich, wie gesagt, etwas simpler dargestellt beim DS. Doch 3DS, war schon richtig. Und hier waren es nur ein ganz winziger Bereich, ganz eng. Heute ist es riesig. Plus Hintergrund und alles. Und hier ist man in der gleichen Höhe eigentlich geflogen, wie die Strecke war. Und heute muss man von unten kommen, damit man die Abkürzung nicht so locker nehmen kann. Und auch hier, herzlichen Glückwunsch, Luigi. Auch wenn dich der blaue Panzer erwischt hat, du bist noch Erster geworden. Vulkangrollen von der Wii. Ja, ganz kurz, hier nochmal Luigis Killerblick. Yeah. Und hier freut er sich einfach mal wieder. So,
Vergleich. Ja, Grafik war natürlich etwas simpler dort, wie immer. Auch etwas undetaillierter, was die Flammen angeht. Hat man nicht so gut gesehen, wie sie vom Vulkan kamen, finde ich. Jetzt sieht man es viel deutlicher. Flugpassagen wurden natürlich erweitert. Aber ansonsten ist wie immer alles gleich geblieben. Und Luigi, auch hier dein erster Platz. Ja, drei Rennen sind vorbei, immer erster Platz geworden und beim vierten erst, naja, eher durch Pech. Auch schön, wie der Vulkan hier explodiert, so richtiger Weltuntergang. Finde ich immer wieder schön. Und vom N64 der Regenbogen-Boulevard. Ja, hier wie schon erwähnt vorhin, etwas technisiert. Im Gegensatz zum Original, da war es noch etwas fantasievoller. Auch wenn da drüben gerade ein Zug fliegt, ich weiß. Hier sehen wir auch nochmal den Unterschied. War ja fast durchlässig sogar. Konnte man ja schon schön durchgucken. Mittlerweile nicht mehr. Dafür ist der Zug natürlich, wie gesagt, neu. Und auch die Kettenhunde, die sind ja jetzt fest befestigt an einer Stelle. Die konnten früher frei herumlaufen und den Spieler bashen. Und natürlich auch besonders, dass es eine ganze Strecke war und keine Abschnittsstrecke. Und das ganze drei Runden lang, also war extrem lang. Und hier leider nur zweiter. So, ab geht's zu den Credits. Ah, die Credits. Interessant, ah, stimmt ja. Wir haben ja alle Cups hinter uns. Komplett vergessen. Ja, jetzt haben wir einmal komplett offline alle Cups gezockt. Bin ich auch gar nicht vorbereitet jetzt auf ein Fazit, muss ich sagen. Ja, also die neuen Strecken und die alten natürlich richtig cool. Die neuen Ideen wie die Gravitationspassage, die neuen Items wie die Wunderacht. Auch ein netter Einfall. Man muss sagen, diese Gravitationspassage holt nicht gerade den Kick raus. Also man muss mal vergleichen bei anderen Mario Karts. Die Neuerungen waren immer so anders, so cool irgendwie. Und hier Gravitation, ich weiß nicht, das macht irgendwie nicht das Feeling, das ich bei anderen Mario Karts hatte. Schwer zu erklären. Aber natürlich hier die HT-Texturen, genau. Natürlich sehr schön, ein, wie sagt man, Schmauch? Ach, sieht einfach gut aus. Wollte jetzt irgendeinen coolen Spruch bringen. Hat natürlich auch wieder nicht geklappt. Strecken von den neuen Strecken waren, alle fand ich richtig cool. Hab nichts gegen die. Retro-Cups. Naja, hat man sich manchmal nicht so viel Mühe gegeben, wie dann bei den 3DS-Strecken, lustigerweise. Gut, es gab auch nicht so viel, was man verändern konnte, aber trotzdem. Hier auch, wo man sieht, gerade die Regenbogenstrecke. Technisiert. Gut, von mir aus. Ist auch mal was Neues, aber bitte in Mario Kart 9 möchte ich wieder fantasievollere Strecken haben. Die neuen Fahrer, es gibt weniger als in Mario Kart. Wie kann das sein? Auf der Wii gab es mehr, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt auf der Wii gab. Hier gab es ja 30, wenn ich mich nicht verzähle. Naja, die Koopalinge natürlich. Schön, dass sie mal da waren. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber vor allem jetzt mit den Koopalingen hätte sich so ein Abenteuermodus doch perfekt angeboten, oder? Was ich unter Angebotsmodus, genau, Abenteuermodus verstehe, ist, hier, könnt ihr mal googeln oder YouTube gucken. Diddy Kong Racing, vielleicht kennst du einen oder andere. Für N64 und DS gibt es das Spiel. N64, die Version ist besser übrigens. Also als Tipp. Da gibt es eine schöne Oberwelt, kann man Missionen erfüllen und die ganzen normalen Strecken natürlich auch Rennfahren und Pokale gewinnen und hast du nicht gesehen. Also so ein Abenteuermodus wäre cool, auch mit so einem Bösewicht und so. Oder hier einer meiner Lieblings Racing Games, Crash Bandicoot Racing. Ich denke, so heißt auch der Teil, ganz offiziell. Es gibt nämlich mehrere Racing-Teile von Crash. Gab es auch einen Abenteuermodus.
Und der war genial, den habe ich so oft gezockt. Und hier natürlich jetzt mit den Koopalingen. Wie gesagt, hätte sich so angeboten. 8 Welten, 7 mit den Koopalingen, der 8. wieder mit Bowser. Und da steckt so viel Potenzial drin, also man könnte vieles raushauen. Ja. Auch sehr lange Credits. Aber ist ja auch klar, man hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das Let's Play ist natürlich hier nicht zu Ende. Es kommt noch der 100er und 50er Modus. Danke übrigens, Shigeru Miyamoto, wenn du schon hier bist. Du bist ja natürlich immer Gegenstory. 100er und 50er Modus im Together. Und Spiegelmodus eventuell noch im Together. Und ein paar Online-Parts knall ich auch noch rein. Aber das sehen wir nach und nach. So, das war's jetzt wirklich von mir. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!